Hören Sie das auch? Diese Stille, diese Ruhe im Land, oder? Morgens schlägst du die Zeitung auf und dir fällt die Kinnlade runter. Giftgasangriff in Syrien, ja, halb Europa enteignet, in Armut geschickt, 50% Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen, ja, NSU-Skandal, NSA-Affäre und bei uns Ruhe, nichts. Und mitten in diese Stille platzt die Nachricht, die Rezession in Europa ist beendet. Das hat Mutti aber sauber hingekriegt, oder? So kurz vor der Bundestagswahl. Da hat sie mal durchgegriffen bei den Südeuropäern, oder? Hat denen mal richtig in den Arsch getreten. Seien wir mal ehrlich, das war doch bisher so. Ja, Griechen, Spanier, Portugiesen in der europäischen Hängematte haben sie dem Untergang entgegengefaulenzt. Und der Deutsche steht doch mit 85 noch auf der Baustelle. Mit 85 und 3 Bypassen. Und planiert mit dem Rollator die Auffahrt zur Vollbeschäftigung. So sind doch wir. Ja, komm bitte. Dann darf man auch nicht beunruhigt sein wegen der Ruhe, weil das ist ja nur Ausdruck der Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit darf man sich auch nicht durcheinander bringen lassen durch sowas wie diese Realität. Ich meine, morgens um 11 mit fettigen Haaren an der Tankstelle stehen, das ist doch keine Schande mehr. Das ist doch gutes deutsches Stadtbild. Das ist doch Folklore, das hat schon Tradition. Warum nicht auch mal nachts auf dem Abluftschacht von Karstadt übernachten? Das macht den anderen Hoffnung, wenn sie morgen vorbeilaufen und sehen, guck mal an, dann geht's noch schlechter. Da lasse ich mich doch locker für 6,50 Euro die Stunde im Friseurhandwerk ausbeuten. Und dann immer diese Nörgler, die immer sagen, man sieht immer mehr ältere Menschen in Innenstädten, die in den Mülleimer wühlen. Da sage ich, das ist doch ein gutes Zeichen für den sozialen Ausgleich. Er stimmt noch, wenn die Jugend so viel säuft, dass die Alten vom Flaschenpfand noch leben können. Da. Es ist doch komm. Ja. Darf man sich auch die Zufriedenheit nicht nehmen lassen durch so Fragen, die immer wieder aufkommen. So unwirtliche Fragen zum Beispiel. Warum können die Menschen in diesem Land, obwohl es uns so gut geht, von ihrer Hände Arbeit nicht mehr leben? Warum stehen tagtäglich Zehntausende bei der Tafel an, um unsere Reste zu essen? Und ist vielleicht Armut inzwischen gewollt, weil sie den mündigen Bürger zum Bittsteller macht, der leichter regierbar und manipulierbarer ist? Da darf man sich das Ganze auch nicht durcheinander bringen lassen durch so eine Bundestagswahl. Sind wir doch mal ehrlich, diese Bundestagswahl ist eh nur noch ein Relikt aus der demokratischen Vergangenheit, wo die Volksvertreter noch Vertreter des Volkes waren und nicht der verlängerte Arm der Wirtschaft. Und wir, ja, bitte. Und lasst uns diese Zufriedenheit auch nicht nehmen, wenn wir millionenfach ausgespäht werden. Ja, wenn wir überwacht werden, dann müssen wir dankbar sein, dass sich noch jemand für uns interessiert. Und wenn es nur die Geheimdienste sind und wenn sich einen Ronald Pofalla hinstellt und das Ende der Diskussion einläutet, dann sage ich, seit wann bestimmt der Wurm, ob geangelt werden darf? Dann, ja, ich bitte euch. Die Demokratie wird verteidigt mit den Mitteln der Diktatur. Das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist im NSA-Skandal auch noch rausgekommen. Man hat selten eine Bundesregierung erlebt, die gerade in diesem Zusammenhang mit solcher Vehemenz darauf gepocht hat, dass sie von nichts eine Ahnung hat. Man hat keine Erwartung mehr an diese Bundesregierung. Und selbst das können sie nicht erfüllen. Das kann man nicht.